Jetzt geht's los. Am Montagabend absolvierte die deutsche Nationalmannschaft im Frankfurter Stadion ihre erste Trainingseinheit vor dem Länderspiel am Mittwoch in London. Unter den Augen zahlreicher Medienvertreter standen Bundestrainer Joachim Löw 16 Spieler zur Verfügung. Es fehlten Jens Lehmann, der erst am morgigen Dienstag in London direkt zur Mannschaft stoßen wird, sowie Stürmer Patrick Helmes, der noch am Montagabend mit dem 1. FC Köln im Spiel gegen Alemannia Aachen im Einsatz war.